Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die große Öffnung ab 5. März, die gestern die türkis-grüne Bundesregierung angekündigt hat, wird von manchen bejubelt, von manchen scharf kritisiert. Und dann gibt es manche, die wollen zwar die Öffnung kritisieren, aber diese Öffnung von der Bundesregierung, und andere mit leichten Zwischentönen gegen die eigenen Minister. Und ich freue mich, hier zwei Gegenpole begrüßen zu können. Einerseits Hans Arsenovic von den Wiener Grünen, Gemeinderat, auch in der Wirtschaftskammer aktiv und selbstständiger Unternehmer. Und andererseits für die FPÖ, Wiens FPÖ-Clubchef Maximilian Kraus. Guten Abend. Danke für die Einladung. Ich fange mit Ihnen an. Sie haben gestern, wir haben auch geredet, aber Sie haben auch getwittert, zu den Öffnungen, zu der totalen Öffnung ab 5. März. Sie vermissen die grüne Handschrift. Jetzt gibt es natürlich einen grünen Gesundheitsminister, der bei dieser Pressekonferenz daneben gestanden ist. Vielleicht erklären Sie das. Also, wenn Sie mir gestatten, dass ich ganz kurz aushole. Ich habe vor einigen Jahren mit dem EU-Parlamentarier Lukas Mandl von der ÖVP einen Verein gegründet, der heißt Institut für politische Qualität. Und wir haben uns die Aufgabe gemacht, dass wir ein bisschen mehr Qualität in den Parlamentarismus reinbekommen. Und weil viele es nicht mehr verstanden haben, warum sich Menschen unterschiedlicher Parteien immer nur anpatzen, warum man nicht einmal sagen kann, das ist auch einmal gut, was du gemacht hast, warum man nicht einmal diskutieren kann. Und ich versuche das immer wieder in den Diskurs zu bringen und habe gestern mehrere Sachen gemacht. Ich möchte nur kurz sagen, ich habe was zu Alma Zadisch gesagt, das ist was Tolles. Ich habe was zu Leonore Gewessler gesagt. Ich habe den Vizekanzler gelobt, weil es einen NPO-Fonds neu gibt, also der wichtige Schritt für Vereine. Ich habe den Wiener Weg gelobt. Und ich habe die schnellen Öffnungsschritte kritisiert, weil ich sie zu schnell finde. So, übrig bleibt in der Wahrnehmung, ist gegen eigenen Minister und unterstützt die SPÖ. Und ich will nur sagen, es ist halt schade, weil das immer sehr verkürzt dargestellt wird. Und von daher bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass wir auch hier die Möglichkeit haben, hier das einmal ausführlicher zu diskutieren. Und wir sagen, es gibt halt nicht immer nur schwarz oder weiß, sondern es sind natürlich oft die Grautöne. Und wenn ich jetzt einmal nicht alles hundertprozentig super finde, dann ist es halt so. Und wenn ich einmal von jemandem aus einer anderen Partei sage, dass das gut ist, dann ist das auch keine Tragödie. Leider wird es oft zu Tragödien gemacht, das muss ich sagen. Aber dann ist es ein Problem der Grünen, weil es sollte eigentlich legitim sein, etwas zu kritisieren. Naja, aber auch die Medien verkürzen das auf diesen Punkt und das muss man schon auch sehen. Gut, aber es ist trotzdem eine Kritik. Die FPÖ hat auch Kritik geübt an diesem sogenannten Freedom Day. Gleichzeitig habt ihr das doch immer gefordert, den Wegfall aller Maßnahmen. Also warum ist das jetzt auch wieder nicht gut? Dann starte ich vielleicht auch mit etwas Positivem, wenn wir uns dabei sind, dass man auch die anderen Parteien einmal loben kann. Es freut mich einmal, vielleicht mit dem einzig sympathischen grünen Abgeordneten in Wien zu diskutieren. Boy. Du bist ja wirklich ein netter Kerl, aber es tut mir leid, auch dir wird es nicht gelingen, viele Dinge, die auf der Bundesregierungsebene falsch laufen, schön zu reden. Und deswegen glaube ich, was Positives zu Beginn. Ja, ich glaube, du bist ein vernünftiger Politiker, aber viele Dinge, die einfach passiert sind und die auch jetzt mit diesem Freedom Day, der in Wahrheit keiner ist, geplant sind, die sind einfach nicht gut und die sind einfach nicht nachhaltig, weil man verspricht den Leuten einen Freedom Day, man sagt allerdings gleichzeitig, dass die Impfpflicht nicht enden wird. Das heißt, die echte Freiheit, die es ja beispielsweise in England bereits seit dem 19. Juli des vergangenen Jahres gibt, wo es keinerlei Maßnahmen, keinerlei Schikanen mehr gegeben hat, die wird es auch mit dem 5. März nicht geben. Dass es jetzt Erleichterungen gibt, dass viele Beschränkungen, die sinnlos waren, die auch nicht mehr evidenzbasiert waren, und gerade diese Evidenzbasiertheit sollte eigentlich Voraussetzung sein in so einer Debatte, dass diese Maßnahmen fallen, ist richtig und ist sicher auch ein Ergebnis des massiven politischen Drucks, der ja nur von der FPÖ auf parlamentarischer Ebene gekommen ist. Das heißt, ja, es gibt Erleichterungen am 5. März, ja, wir begrüßen sie, aber nein, es geht nicht weit genug und es kann auch nicht sein, dass Wien einen Sonderweg geht. Der Bürgermeister... Zu Wien kommen wir jetzt gesondert. Ich würde jetzt gerne noch zu den generellen Öffnungsschritten.
Also, bleiben. Eine Nachfrage nur, weil der Herr Kraus hat von evidenzbasiert geredet. Jetzt habe ich mit einigen Experten geredet und einige Experten sind auch öffentlich aufgetreten. Die sind, denke ich, alle eher skeptisch. Also die sind dagegen, dass man die FFP2-Masken abschafft. Die sind auch dagegen, dass man von der Teststrategie weggeht. Und die haben auch Bauchweh, ob das nicht zu früh ist. Ist das die Meinung, die Sie teilen? Auf den Punkt gebracht, ja. Um das konkreter zu werden. Erstens, alleine das Wort Freedom Day. Ja? Also ich möchte schon sagen, es fallen jetzt ein paar Corona-Maßnahmen, ja? Aber das in einen Vergleich zu bringen mit ist tut mir wirklich weh. Also ich werde das Wort sicher nicht im Mund nehmen, vielleicht nicht in diesem Zusammenhang. Also es passt wirklich nicht. Aber okay, ja, ich habe mir natürlich alle Zahlen ganz genau angeschaut und war überrascht auch über die Aussagen vom Bundeskanzler, wenn er sagt, die Zahlen geben das her. Und dann denke ich mir, keine einzige Zahl gibt es ja. Die einzige Zahl, die halbwegs passt, ist die Belegung auf den Intensivstationen. Aber sonst haben wir fast überall Höchststände. Bei den Neuinfektionen täglich, bei den Normalbettenstationen. Wir haben 14.000 Tote. Wir haben noch immer am Tag 30, 35 Tote. Als Unternehmer kann ich nur sagen, für die Wiener Wirtschaft wäre das Schlimmste, wenn wir zu rasch aufmachen und wir in einen Lockdown wieder enden. Das ist das, was wir zu verhindern versuchen müssen. Und ich bin, ganz kurz, ich bin schon auch für Öffnungen. Ja? Klar, und jeder von uns ist für Öffnungen. Aber ich warne einfach, dass wir da unbesonnen alles rasch aufmachen und dann das nächste Problem uns wieder einkaufen. Und was spricht dagegen, wenn man sagt, bitte wart mal noch die nächsten 2-3 Wochen, wenn sich die Zahlen wirklich weiter so entwickeln? Ja, okay. Aber es hat jetzt überhaupt keine Not gegeben, in den Wettbewerb einzusteigen. Wer macht früher auf, wer macht schneller auf? Und das sehe ich nicht. Und ich warne einfach, dass genau das Gegenteil passieren könnte. Ja. Aber da muss ich schon einhaken, weil du bist ja auch in der Wirtschaftskammer tätig und gerade aus der Wirtschaftskammer gibt es ja bereits seit Monaten massive Wünsche danach, dass es endlich Öffnungen geben muss und dass es endlich wieder Normalität geben muss. Und wenn dann gesagt wird, warum müssen wir das schnell machen? Wir müssen es schnell machen, weil eben extrem viele Betriebe um ihre Existenz kämpfen, weil daran ja auch sehr viele Arbeitsplätze hängen. Und es stimmt schon, dass es manche Betriebe gegeben hat, die niemals einen Lockdown hatten. Ich glaube, für die wird es vielleicht in der Form nicht so tragisch gewesen sein. Aber es gibt viele Betriebe, die hatten monatelange Lockdowns, die hatten massive Umsatzeinbußen, die haben Hilfen teilweise gar nicht oder zu spät bekommen. Und da gibt es ja jetzt auch Unverständnis in der Wirtschaftskammer, habe ich heute bereits gehört, dass du als Vizepräsident der Wirtschaftskammer hier dich auf die Seite der Zusperrer weiterhin stellst. Und da kann ich nicht nachvollziehen, dass wenn es endlich einmal sinnvolle Maßnahmen gibt, wenn endlich einmal ein zumindest Schritt in die richtige Richtung gesetzt wird, man als Vertreter der Wirtschaftskammer und damit auch der Menschen, denen die Betriebe gehören, aber in weiterer Form natürlich auch der Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, dass man dann sagt, wir wollen weiter zusperren und wir wollen weiter die Wirtschaft schädigen und wir wollen weiter die Menschen diesen Schikanen aussetzen. Und wenn wir jetzt schon die Situation haben, wir kommen dann auch dazu, dass in Wien andere Regeln gelten werden als in Niederösterreich, dann wird es wieder zu einer Verdrängung kommen, dann werden wieder die Menschen einkaufen fahren über die Bundesländergrenze. Wie im Sommer haben wir die Situation gehabt, dass die Schwimmbäder von den Kindern in Wien Tests gewollt haben, in Niederösterreich nicht. Das Ergebnis war, dass die Wiener Bäder massiv defizitär waren, noch defizitärer als sie sonst immer waren und in Niederösterreich es einen Boom gegeben hat. Das heißt, hier brauchen wir auch keine innerösterreichische Verdrängung, hier brauchen wir klare Regeln, hier brauchen wir echte Freiheiten und das in allen 9 Bundesländern. Also weil ich die Wiener Wirtschaft vertrete und ich wiederhole es noch einmal, das Schlimmste für die Wiener Wirtschaft wäre ein Lockdown. Ja. Alle haben aufgeatmet, wie wir die ersten Öffnungsschritte gemacht haben und können zum Beispiel mit Maßnahmen wie 2G recht gut leben. Ja. Natürlich weiß man auch, das ist temporär und wird sich auch ändern. Aber wenn wir jetzt den Fehler machen und ich habe die ganze Wiener Wirtschaft im Auge und nicht vielleicht 2-3% eine Branche, die es besonders betrifft, 100%. Ja. Und wenn das Worst-Szenario eintritt, dass wir zu schnell aufmachen, dass die Zahlen in die Höhe gehen, dass die Bettenstation an die Grenze wiederkommt. Und wir hatten das vor wenigen Tagen. Ich möchte nur sagen, Salzburg war am Limit, bei 100%. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Bettenkapazität voll ist, sondern es sind ja auch die Pflegerinnen und Ärzte zu Hause und haben Operationen verschoben. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht in den nächsten Lockdown gehen. Deswegen mahne ich, öffnen ja, aber besonnen. Und zum Wiener Weg, ich habe auch sehr viele E-Mails und Anrufe bekommen von Menschen, die in Niederösterreich wohnen und sagen, super, ich gehe lieber in Wien weg. Ja? Ich gehe weg, weil ich mich da sicherer fühle. Auch diese Menschen gibt es und auch diese Seite müssen wir betrachten.
Es gibt ja auch einen Teil der Gastronomie und der Hotellerie, die tatsächlich das, was Sie sagen, sagen von sich aus freiwillig, bleiben bei 2G. Na, ich glaube, diese Selbstbestimmung ist etwas, wo wir unbedingt hinkommen müssen. Wenn ein Betrieb sagt, ein Hotelbetrieb, ein Gastrolokal, er will 2G machen, dann soll er für sich selbst 2G verordnen. Wenn er für sich selbst 2G plus von mir aus machen möchte, dann soll er auch das tun. Das Einzige, womit Schluss sein muss, ist, dass es hier diese extrem übertriebenen staatlichen Vorschriften, staatlichen Regelungen gibt, die nicht nur die Wirtschaft einschneiden, sondern die ja auch bei den Menschen ankommen, indem sie am Ende des Tages in vielen Fällen arbeitslos geworden sind. Wenn Sie sagen, 2G ist kein Problem. In Wien haben noch immer fast ein Drittel aller Hotels geschlossen. Die haben noch niemals aufgesperrt. Die sind überhaupt nicht mit 2G konfrontiert worden, weil sie sagen, unter diesen Maßnahmen können wir nicht aufsperren. Wir haben noch immer die Situation, dass es irrsinnig viele lokale, kleinere Beiseln, aber sogar im innerstädtischen Bereich Restaurants gibt, die sagen, es zahlt sich ein normaler Mittagsbetrieb für sie überhaupt nicht aus. Das heißt, hier müssen wir nicht mit irgendwelchen Angstgeschichten wieder hausieren gehen. Es könnte ein Lockdown drohen. Es gibt, glaube ich, weltweit keine Lockdowns mehr. Unsere Nachbarländer haben alle aufgesperrt. Sogar die, die früher einen vorsichtigeren Weg gegangen sind, wie die Schweiz, haben längst einen völlig normalen Betrieb. Das heißt, bitte hören wir auf, mit Angst zu operieren. Hören wir auf zu sagen, es könnte wieder mal ein Lockdown kommen. All das steht nicht an. All das ist unrealistisch. Wir brauchen nicht noch mehr Panikmache, sondern wir brauchen echte Normalität. Also zwischen Besonnen und Angst, glaube ich, ist ein breites Brett. Ja. Nein. Ich glaube grundsätzlich, die Schweiz hatte immer einen lockereren Weg als wir, muss man jetzt im europäischen sagen. Vergleich keinen strengen. Genau, und hat gestern quasi die Turbo-Öffnung bekannt gegeben, dass ab heute die Maßnahmen fallen, weil tatsächlich die Welle dort gebrochen ist. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu uns. Aber es stimmt, es gibt ja auch viele andere europäische Länder, die derzeit Öffnungen machen. Ein Land, das mit uns vergleichbar ist, Deutschland, zum Beispiel per 20. März die Öffnung, aber mit Basisschutzmaßnahmen. Ist das etwas, das Sie also quasi auch machen würden? Noch einmal, wenn es sind 3 Wochen später, also die haben, ich hätte gern diese 3 Wochen mehr zum Beispiel. Und wenn in 1-2 Wochen, wenn die Zahlen wirklich weiter zurückgehen, ja, klar. Ich meine ja nur, warum wir am Höchststand ohne Not gestern diese wir machen alles auf, juhu, das beschließen haben müssen. Das ist das, was ich ungeschickt finde, was ich unbesonnen finde und was ich meine, wir hätten uns einfach 2 Wochen Zeit auch lassen können. Aber gerade als Vertreter der Wiener Wirtschaftskammer wirst du auch Kontakt mit Vertretern des Handels haben. Und wenn man dort mit den Betroffenen spricht, dann hört man da quer durch die Bank, dass nicht nur jetzt im ganzen Räumungsverkauf, in den ganzen Wochen, wo viele Prozente gegeben wurden, wo normalerweise die letzten Produkte des letzten Jahres abverkauft werden, dass da nicht nur erstens einmal mit so viel gestartet wurde wie noch nie, weil im letzten Jahr kaum Verkauf stattgefunden hat, sondern dass auch jetzt aufgrund der 2G-Beschränkungen, aber auch aufgrund der Maskenpflicht im Handel, wo die Leute nicht mehr bummeln gehen, nicht mehr shoppen gehen, sich im Geschäft nicht mehr umschauen, es jetzt einen massiven Einbruch gegeben hat, auch in diesem sonst so eigentlich guten Jänner-Monat, wo es den Abverkauf gibt. Das heißt, auch hier der Wiener Weg wieder mal falsch. Auch hier diese Verschärfungen werden dazu führen, dass die Leute einkaufen fahren, vielleicht nach Bahndorf oder in die SCS oder knapp aus Wien raus. Überall dorthin, wo es diese übertriebenen Maßnahmen nicht geben wird. Aber es gibt im Handel keinen speziellen Wiener Weg. Der Wiener Weg wird bedeuten, dass es auch eine Maskenpflicht in manchen Bereichen in Wien geben wird, die es sonst in Rest Österreich nicht gibt. Das ist durchaus angedacht. Aber in den letzten Wochen war es gleich. Ganz genau. Aber in Wien will man diesen Weg weitergehen. Und ab 5. März wird man in Niederösterreich die Situation haben, dass man ganz normal ohne Einschränkungen einkaufen gehen kann. In Wien wird es das nicht geben. Wenn man ein Geschäft also hat... Ich kenne die Wiener Verordnung noch nicht. Also ist sie noch einmal, die ist noch nicht da. Und auch da, wenn ich den Bürgermeister richtig interpretiere, hat er gesagt, er lässt sich jetzt Zeit, 1-2 Wochen, und schaut, wie sich das weiterentwickelt. Und mein Wissensstand ist, dass im Handel dieselben Maßnahmen gelten wie im Rest Österreich. Schau, wir beide wissen, dass es dem Bürgermeister in Wien in erster Linie darum geht, sich persönlich zu profilieren, persönlich aufzufallen, auch überregionale Berichterstattung zu haben und als der strengste Covid-Politiker zu gelten. Hat vielleicht innerparteiliche Überlegungen in Richtung einer Nationalratswahl, wo man ja durchaus auch Gerüchte hört, dass er da nicht abgeneigt wäre, die jetzige Parteivorsitzende abzulösen und selbst als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen. Aber ich glaube, es ist genug
jetzt, dass auch er diese Ego-Show beenden sollte, dass auch er aufhören sollte, dann nur selbst einmal vielleicht den harten Covid-Politiker zu markieren, sondern einmal auf die Bedürfnisse der Menschen in Wien einzugehen und hier nicht seine persönliche Parteitaktik voranzustellen. So, wir werden jetzt in eine kurze Werbepause schalten. Ich nehme das mit, dass der eine sich profilieren will. Ich glaube, das ist etwas, das der FPÖ völlig fern ist. Und wir reden dann danach über diesen Wiener Weg ein bisschen konkreter, der jetzt eh schon wiederholt angesprochen wurde. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Wir haben ja hier ein bisschen eine verkehrte Welt, nämlich der Vertreter der Grünen, Hans Arsenowitsch, Vertreter der Blauen, Maximilian Kraus. Der Blaue hat ein bisschen die Öffnung der Regierung eigentlich gut geheißen und verteidigt. Der Grüne sieht es mit Bauchweh. Und jetzt kommen wir zum Wiener Weg, der angesprochen wurde. Wien hat gesagt, man wartet jetzt noch ein, zwei Wochen ab. Also die am 19. Februar fällt 2G in den meisten Bereichen. In Wien wird es noch bleiben und man will abwarten, wie sich diese BA2-Variante entwickelt. Und dann belässt man sich quasi, dass man vielleicht ab 5. März gewisse strengere Maßnahmen noch macht. Das halten Sie in jedem Fall für falsch, selbst falls es nur um 2-3 Wochen geht, eben um die Situation wirklich unter Kontrolle zu kriegen. Die Situation ist unter Kontrolle. Es gibt keine Überlastung der Spitalsbetten, es gibt keine Überlastung der Intensivbetten. Das heißt, das, was man selbst seitens der Regierung immer gesagt hat, was es zu verhindern gilt, nämlich diese Überlastungen, die sind nicht gegeben, sondern die drohen auch nicht und es gibt auch nichts, was darauf hindeutet, dass das in 2-3 Wochen passieren könnte. Deswegen kommen wir wieder zum Punkt, es gibt einen Bürgermeister in Wien, der sich profilieren möchte. Manche sagen, er möchte es tun, um selbst vielleicht auf Bundesebene einmal eine Funktion zu übernehmen. Andere Stimmen sagen, er tut es, um sich in Wien zu festigen. Seinen kleinen Koalitionspartner in Wien, die NEOS, die gibt es ja überhaupt nicht mehr. Ich glaube, der Herr Wiederkehr, der ist vielleicht nur mehr im Rathaus und froh, dass er Vizebürgermeister ist, aber sonst hört man überhaupt nichts von ihm. Aber wie gesagt, der Bürgermeister, der macht das aus einer Ego-Show. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit der Ego-Shows zu Ende, die Zeit, wo er sich da in den Vordergrund spielen möchte, immer einen Tag vorher oder später eine andere Pressekonferenz als die Bundesregierung macht, die sollte jetzt wirklich zu Ende sein. Und der Weg der Öffnungen, der sollte sofort beschritten werden und nicht wieder hinausgezögert werden, nur um mediale Darstellungsfläche zu bekommen. Ich glaube, auf Bundesebene ist vielleicht ja sogar eine andere Situation. Vielleicht können Sie da auch was dazu sagen. Der 5. März ist es ein Zufall, dass die Öffnungen genau in der Woche kommen, wo der ÖVP-Untersuchungsausschuss beginnen soll, oder ist das vielleicht doch ein bisschen ein Ablenkungsmanöver? Weil wenn man den Minister Mückstein gestern gesehen hat, der hat ja auch nicht sehr glücklich ausgesehen in Wahrheit, wo er dieses Papier vorgelesen hat. Das heißt, da hört man ja doch nicht nur Gerüchte, sondern da kann man vielleicht auch ein bisschen miterkennen oder vielleicht wissen Sie auch noch was dazu, was da im Hintergrund mitspielt. Also ja, jetzt kommt doch die Kritik an die Bundesregierung. Jetzt haben wir gerade gedacht, es freut sie, dass wir aufsperren. Ich möchte noch einmal zurückkommen und ein bisschen weg von der Polemik auch kommen. Also, das war eine ernst gemeinte Frage. Warum der 5. März, weiß ich nicht. Da bin ich überfragt. Ich bin nicht in Gecko. Ja. Es ist natürlich, lässt sich da der Wolfgang Mückstein tatsächlich von ÖVP-Landeshauptleuten und ÖVP einspannen, weil es ist, ob es jetzt der Urschuss ist oder nicht zur Ablenkung, Fakt ist, dass die ÖVP-Landeshauptleute genau diese Öffnungen seit 2 Wochen auch laut gefordert haben. Ja, man muss auch fairerweise sagen, auch 2 SPÖ-Landeshauptleute, die da dabei waren, also nicht nur die ÖVP-Landeshauptleute. Ja, wir hatten in der Vergangenheit ja oft zu Recht den Föderalismus kritisiert. Wir haben in Österreich schon seit Jahrzehnten eine Situation, dass eine Landeshauptleutekonferenz, die nicht in der Verfassung steht, aber faktisch sehr mächtig ist. Wie sehr die türkisch-schwarzen Landeshauptleute auf den eigenen Obmann Einfluss genommen haben, oder kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das ein Thema war. Ich weiß es nicht. Ist aber jetzt auch nicht mein Thema, ganz ehrlich gesagt. Es ist so, wie es ist. Warum er es gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich möchte noch was anderes noch sagen, weil das ein bisschen auch beim Wiener Weg, weil das immer so weggeschoben wird. Es wird oft so dargestellt, wie wenn das alles ein Schnupfen ist, ja, und wie wenn das alles vorbei ist. Und wir haben am Tag 30, 35, 40 Tote. Das heißt, wir haben in der Woche 200. Wir haben österreichweit 350 Verkehrstote im Jahr. Müssen wir die Zahlen sehen. Ja? Und hätten wir
30 Verkehrstote am Tag wird keiner diskutieren, da haben wir sofort die Gurtenpflicht weg und Freiheit und wir können so schnell fahren, wie wir wollen. Ich möchte es nur noch einmal gesagt haben. Wir haben diese Zahl noch immer. Also es sind Menschen, von denen wir da sprechen. Herr Sinus, jeder Tote ist einer zu viel, aber auch nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also ich glaube, da sollte man schon irgendwo realistisch bleiben. Sie haben selbst gesagt, Sie wollen keine Polemik. Sie wollen keine Polemik. Das ist auch so, als würde man sagen, das Spital ist das gefährlichste Ort, weil dort sterben die meisten Menschen. Das ist nun mal einfach nicht so. Es hat mit der Delta-Variante... Also stimmen die 30, Es hat mit der Delta-Variante Probleme gegeben, ja. Okay. Aber spätestens seit Omikron sehen wir nicht nur quer durch Europa, sondern quer durch die ganze Welt, in die Vereinigten Staaten, in all unsere Nachbarstaaten, dass die Länder wieder aufsperren können, dass es diese Bedrohung der Intensivkapazitäten nicht mehr gibt. Es gibt sie einfach nicht. Und jetzt hier wieder sich herzustellen und zu sagen, naja, es könnte ja noch einmal schlimmer werden, deswegen sind wir lieber übervorsichtig. Davon hat niemand was. Davon haben die ganzen Eltern in Wien nichts, die ihre Kinder in Kindergärten haben, wo die Kindergartengruppen am Montag aufsperren, am Dienstag wieder zusperren, am Donnerstag wieder aufsperren und hier es eine enorme Planungsunsicherheit gibt. Davon haben die Schüler nichts, die jetzt die letzten Wochen vor der Matura noch einmal einen normalen Unterricht ohne Schikanen bräuchten. Davon haben die Betriebe nichts, die auch in vielen Fällen aufgrund absurder Quarantänemaßnahmen, aufgrund übertriebener Testungen teilweise zusperren müssen. Das heißt, hier Freiheit zurückzugeben, ist ja kein Geschenk der Politik, sondern einfach nur eine Selbstverständlichkeit, dass endlich wieder Grundrechte wahrgenommen werden können. Hier müssen auch Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen sich das nicht verdienen müssen, sondern dass es ihnen zusteht. Ja, aber jetzt sagen Sie mir gerade, dass die 30 Tote am Tag nicht stimmen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die gibt's jetzt nicht, es gibt oder? In Österreich noch viel mehr Tote am Tag. Aber Sie werden sich 30 Corona-Tote nicht verhindern, indem Sie den Hotels verbieten aufzusperren oder indem Sie Kindergärten schließen. Das wird darauf keinen Einfluss haben. Also ich meine, Sie müssen unbesonnen alles aufsperrt und durchrauschen lassen, dann haben wir weniger Tote. Was wollen Sie damit sagen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie vertreten ein Gewerbe, auch in der Wirtschaftskammer, das keinen Lockdown hatte in den letzten 2 Jahren. Ihre Geschäfte haben immer offen gehabt. Stimmt. Für Sie ist es angenehm zu sagen, schauen wir mal, ob es so nicht weitergehen kann oder schon so weitergehen kann. Aber es gibt irrsinnig viele Betriebe, die nicht dieses Glück hatten und vielleicht nicht diese Lobby in der Wirtschaftskammer hatten. Und für die müssen wir halt auch einstehen und für denen müssen wir auch sagen, ihr dürft wieder einen normalen Weg beschreiten. Und hier braucht man keine Polemik, keine Schreckensszenarien mit den Leichenbergen, die sich am Straßenrand türmen werden, wenn die Kinder wieder in den Kindergarten gehen dürfen etc. Wir kennen das alles. Nein, das ist nicht zielführend. Sinnvoll ist, eine normale und echte Normalität zurückzubekommen. Sie sprechen mich an, meine Branche, geben mir einen Seitenhieb und sagen, Sie wollen keine Polemik. Das ist schon irgendwie witzig. Aber das auch klarzustellen, ja, wir hatten auch zu, aber wir haben natürlich unsere ganze Kosmetik hatte zu, weil das natürlich eine körpernahe Dienstleistung war, auch die Gastro, die wir führen, hatte zu. Aber es geht nicht um meinen Betrieb, wirklich nicht. Es geht nicht um meinen Betrieb, sondern es geht darum, dass wir, und Sie haben es ja selber gesagt, auf zu, das will keiner mehr. Ganz genau, deswegen bleiben wir komplett offen, ganz genau. Ich will durchgehend offen haben und ich bin überzeugt, dass es sicherer so sein wird, wenn wir besonnener und langsamer aufsperren. Wir haben keine Not und wir hätten diese 2 Wochen ruhig warten können. Deutschland übrigens auch. Dann kommen wir noch zum Abschluss zu einem ganz entscheidenden Thema, nämlich Impfpflicht, Impfschutz, ja oder nein. Da fange ich aber mit Ihnen an. Die Regierung hat mit den Stimmen auch nicht nur von ÖVP und Grünen, sondern auch von SP und NEOS eigentlich eine Impfpflicht beschlossen. Da wusste man schon, dass es die Omikron-Welle ist. Jetzt wird eine Impfkommission darüber entscheiden, wie es damit weitergehen soll. Und die ÖVP-Landeshauptleute, die wir schon angesprochen haben, haben eigentlich schon ventiliert, frei nach der FPÖ, das gehört sofort ausgesetzt. Es läuft wahrscheinlich in die Richtung. Welches Signal sendet die Regierung denn mit diesem Hü-Hot aus? Ja. Ich muss ja generell sagen, ich war einer der Ersten, der eine Impfpflicht gefordert hat. Ja, also wirklich, also noch weit bevor dieses Achensee-Treffen es da gab. Also wirklich Monate noch davor, weil natürlich, und das sagen uns alle Wissenschaftler, und ich hoffe, wir sind uns da einig, dass wir der Wissenschaft vertrauen, dass die Impfung der Gamechanger ist. Ja. Und wenn die Quote halt zu gering war, dann muss es einer Gesellschaft auch erlaubt sein, dass sie über solche Sachen nachdenkt. Und das haben wir. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war es auch absolut die richtige Entscheidung. Wir sind übrigens gerade an dem Tag auch einmal einen Lockdown beschlossen und. Die Impfquote war zu niedrig. Dass ich natürlich in dieser Pandemie oft tagtäglich was ändert und dass sich halt im Laufe dieser Wochen die Situation komplett geändert hat, ist so. Deswegen gibt es ja auch die Kommission, die evaluieren soll,
ist das noch zeitgemäß, ist es gescheit, ist es nicht gescheit. Und jetzt sagen wir vertrauen der Wissenschaft. Nächste Woche wird, glaube ich, diese Kommission eingesetzt. Dann sollten wir auch diese nächste Woche abwarten und sollten mal sagen, was die Wissenschaftler uns sagen, ob das jetzt noch zeitgemäß oder gescheit ist oder ob wir es aussetzen sollen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich glaube, dass wir gegen eine Impfpflicht sind, ist wenig überraschend. Aber das, was ich interessant finde, ist die Historie dieses Beschlusses. Da hat es ja vom Bundeskanzler Kurz, glaube ich, kaum ein Regierungsmitglied gegeben, das nicht versprochen hat. Ja, wenn wir uns die Historie eben anschauen, wenn wir ein Jahr, eineinhalb Jahre zurückgehen, hat es vom Kanzler Kurz abwärts kaum ein Regierungsmitglied gegeben, das nicht gebetsmühlenartig versprochen hat, die Impfpflicht ist die rote Linie, die Impfpflicht wird es nicht geben. Auch noch genug ÖVP-Minister, die heute noch im Amt sind, haben das versprochen. Dann hat es letzten Herbst plötzlich diese 180-Grad-Wende gegeben und man hat gesagt, na, wir brauchen jetzt unbedingt die Impfpflicht, weil man, glaube ich, damals seitens der ÖVP vor allem gedacht hat, dass man damit populär sein wird und dass das ziehen wird. Jetzt sieht die ÖVP und jetzt sehen die Landeshauptleute, hoppla, die FPÖ hat recht gehabt. Die Bevölkerung ist zwar in vielen Fällen bereit, sich zu impfen oder auch nicht zu impfen, aber für die Pflicht sind die allerwenigsten. Und jetzt machen die Landeshauptleute den Salto rückwärts. Und am Sonntag hat ja auch der Herr Bundeskanzler in der Kronenzeitung ein großes Interview gegeben und da schon begonnen zurückzurudern und zu sagen, naja, die Impfpflicht, da weiß er nicht so wirklich. Also ich glaube, hier schlägt schon einmal ein bisschen wieder der politische Instinkt auch mancher Berater der Volksparteien durch, die einfach dem ÖVP-Bundeskanzler und den ÖVP-Politikern sagen, ihr werdet die niederösterreichische Landtagswahl verlieren, wenn ihr weitermacht, so gegen die Bevölkerung zu agieren. Ihr werdet in den Umfragen weiter sinken, wenn ihr weitermacht mit dieser sinnlosen Impfpflicht, wo offensichtlich die Menschen in dem Land mitbekommen, dass sie nicht notwendig ist. Das heißt, hier glaube ich, dass die ÖVP zweimal diese Rolle rückwärts gemacht hat und jetzt irgendwo diesen Exit aus der Impfpflicht sucht. Und wenn wir auch jetzt ja bereits Experten haben, die darüber diskutieren, dass man bald den vierten Stich verpflichtend brauchen wird, um den grünen Pass dann im Herbst wieder zurückzuerlangen zu können. Obwohl ja, glaube ich, sogar der deutsche Gesundheitsminister, der Karl Lauterbach, jetzt gesagt hat, der vierte Stich ist noch völlig unklar, ob der irgendetwas bringen kann. Und der Herr Lauterbach ja wirklich immer ein Prophet der Impfungen war. Das heißt, ich glaube, hier sollte auch wieder Normalität einkehren. Und hier wird die ÖVP einfach erkennen, dass wenn sie irgendwo in den Umfragen sich wieder stabilisieren möchte und wenn sie irgendwo wieder das Ohr bei den Menschen haben möchte, dass diese Impfpflicht zumindest nicht sanktioniert werden darf. Also ich bin bei Ihnen, also Menschen, die politisch aktiv sind und Entscheidungen treffen wegen einem Wahltermin, ist verurteile ich ehrlich gesagt, egal welche Fraktion das ist. Ja. Wenn das so ist, wie Sie sagen, die ÖVP, dann ist es nicht gescheit von der ÖVP, dann soll sie es halt machen. Aber ich hoffe, dass es doch auch viele gibt, die sagen, machen wir das, schauen wir uns die Zahlen an, vertrauen wir Wissenschaftler, wir haben eine Kommission, die hat einen Grund. Alle waren einverstanden mit dieser Kommission. Es waren bis auf die FPÖ alle Parteien ja dafür. Das sind dann ja nicht alle, es gibt ja sehr viele Leute, bis auf die FPÖ waren alle Parteien im Nationalrat dafür, auch diese Kommission einzusetzen. Und ich vertraue dieser Kommission, die uns sagt, wir können es jetzt aussetzen oder wir brauchen es wieder oder wir brauchen es im Herbst, ich weiß es nicht. Aber sicher nicht auf einen Wahltermin zu schauen, das ist dumm. Und deswegen vertraue ich diesen Menschen, die sagen, wir warten mal ab, was die Kommission jetzt sagt. Da hätte ich aber noch eine Frage an Sie, weil jetzt jenseits der Impfpflicht, Sie haben vorher selber gesagt, mit Delta hatten wir durchaus ein Problem. Und mit Delta hatten wir teilweise auch deswegen ein Problem, weil wir einfach eine unterdurchschnittliche Impfquote in Österreich hatten. Also die niedrigste im ganzen westeuropäischen, West-EU-Raum. Die wir immer haben. Und noch immer haben, aber damals war es halt besonders krass. Aber ja, wir haben es nach wie vor. Da sind halt auch viele unabhängige Beobachter der Meinung, dass das schon auch teilweise nicht nur, aber auch mit der FPÖ und deren Anti-Impfkurs von zum Beispiel vom Bundesparteiobmann zusammenhängt. Es gibt kann man nicht nur gegen die Impfpflicht sein und nicht dauernd Skepsis gegen die Impfung. Aber ich glaube, wir haben sehr oft klargestellt, dass wir nicht gegen die Impfung sind, sondern dass wir gegen die Impfpflicht sind. Und ich glaube, wir haben eine massive mediale und auch politische Situation im Parlament, dass es vier Parteien gibt, die einfach nur einen Standpunkt sehen und nur einen Standpunkt vertreten. Und ich glaube, gerade in einer Demokratie ist es wichtig,
wichtig, dass auch wenn es einen massiven zivilgesellschaftlichen Widerstand gibt, wenn es irrsinnig große Demonstrationen gibt, wenn es einfach sehr viele Menschen quer durch alle Parteien gibt, das sind ja bei Gott nicht alle Leute, die bei Demonstrationen waren, FPÖ-Wähler, dass es auch ein parlamentarisches Sprachrohr gibt, das sagt, es gibt hier auch andere Standpunkte. Es gibt einfach irrsinnig viele Menschen, die sagen, sie wollen aus persönlichen Gründen, aus schlechten Erfahrungen oder warum auch immer, keine Impfung haben. Und die dazu zu zwingen, finde ich nicht nur rechtsstaatlich, sondern auch moralisch problematisch. Sie haben ja lang vor der Impfpflicht haben Sie gegen die Impfung gewettert. Und das ist das, was ich verurteile. Das stimmt nicht. Lange vor der Impfpflicht. Seit wann haben wir die Impfpflicht? Seit wann gibt es die Demos? Seit wann seid ihr dabei? Schauen Sie, jeder muss die Möglichkeit haben, sich freiwillig impfen zu lassen. Und auch da war die Bundesregierung ja im Europavergleich eine der letzten, wenn es darum ging, genügend Impfstoff zu beschaffen. Aber genauso wie jeder die Möglichkeit haben muss, sich zu impfen, muss auch jeder die Möglichkeit zu sagen, nein, Herr ich will Kraus, nicht geimpft werden. Seit November. Nein, ich möchte seit das November. Nicht. Ja, und Sie haben seit gleichzeitig einen menschenunwürdigen Lockdown also für seit Ungeimpfte jetzt, aber im November wurde es beschlossen. Sie haben einen Lockdown für Ungeimpfte beschlossen, wo Sie über 1 Million Menschen einfach am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen haben über 3 Monate. Sie haben so viele Maßnahmen gesetzt, die Gesellschaft gespalten haben. Sie haben die Gesellschaft mit all diesen Dingen gespalten. Sie haben so viele Leute in Absolutpositionen gedrängt. Das war nicht die FPÖ, das ist das Ergebnis dieser falschen und verunsichernden und in vielen Fällen auch widersprüchlichen Regierungspolitik. Keine Impfpflicht, Impfpflicht, jetzt wieder keine Impfpflicht. Nur ein Beispiel. Ampeln, keine Ampeln. So viele Dinge, wo Sie schlecht kommuniziert haben. Das ist die Schuld der Bundesregierung. Das kann man nicht der FPÖ in die Schuhe schieben. Also seit über einem Jahr, ich sage es noch einmal, bevor es Diskussionen über Impfpflicht gegeben hat, hat die FPÖ-Spitze, ihr Bundesparteiobmann, gegen die Impfung gewettert, Sie wissen das eh, also das brauche ich nicht wiederholen. Sie haben all diese Menschen unterstützt, die sich nicht impfen lassen wollten. Wie lange gibt es die Demos schon? Wie lange? Wissen Sie, wie viele Menschen es gibt, die früher mal die Grünen unterstützt haben, die jetzt sagen, sie hätten sich niemals gedacht... Sie weichen mir jetzt aus. Sie sind nicht erst seit der Impfpflicht aktiv geworden, das stimmt einfach nicht. Herr Senowitsch, wissen Sie, wie viele Menschen es gibt, die mitverantwortlich als Partei, dass wir eine niedrige Impfquote haben? Das ist Fakt. Wissen Sie, wie viele Menschen es gibt, die früher mal die Grünen gewählt haben, die gesagt haben, sie hätten nie gedacht, dass die Grünen sich lustig machen über Leute, die sich einfach nicht impfen wollen oder die vielleicht andere Standpunkte einfach vertreten, andere medizinische Geschichte haben. Die Grünen waren mal eine Partei, die für Vielfältigkeit in diesem Bereich gestanden ist. Da geht es nicht um politisches Kalkül, da geht es um Selbstbestimmung. Es geht darum, dass ich entscheiden kann, was mit meinem Körper passiert oder nicht. Da geht es nicht um Kalkül, da geht es um Freiheit. Wissen Sie, warum in Dänemark die so viel weiter sind, weil dort auch die Rechten das unterstützt haben, die Impfungen zum Beispiel. Ja? Sie haben das in Österreich nicht gemacht. Sie haben immer dagegen gewettet, Ihre Partei, weil Sie, warum auch immer Sie das gemacht haben, weil Sie halt einen Vorteil erhofft haben. Und natürlich sind Sie verantwortlich, dass wir jetzt eine niedrige Impfquote haben. Sie sind mitverantwortlich, das ist eindeutig. Nein, das stimmt nicht. Schauen Sie mal, Sie können immer das politische Märchen erzählen, dass die FPÖ grundsätzlich gegen die Impfung wäre oder immer gegen alles ist. Das Einzige, was die FPÖ sagt, und dahinter stehen wir ja auch, und auch ich persönlich, wir sind gegen den Zwang. Jeder Mensch kann sich impfen, aber niemand soll sich impfen müssen. Das geht einfach zu weit. Es geht um persönliche Integrität. Das haben wir aber gehabt, dass die Impfpflicht erst im November beschlossen worden ist. Voriges Jahr im Sommer, vor einem Jahr, hat es keine Diskussion über eine Impfpflicht. Herr Senowitsch, egal ob die Impfpflicht im November beschlossen wurde, jetzt in Kraft tritt oder nicht in Kraft tritt, sie ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich, sie ist moralisch problematisch. Also Sie wollen mit mir nicht über die Impfung reden. Sie wollen jetzt immer auf die Impfpflicht ausweichen. Waren Sie für die Impfung als Partei oder nicht? Ich frage Sie ganz offen. Weder dafür noch dagegen. Ich bin dafür, dass jeder frei entscheiden kann. Sind Sie absolut für oder gegen etwas? Ich bin dafür, dass jeder Mensch in Österreich entscheiden kann, ob er sich impft oder nicht. Haben Sie zu Demonstrationen aufgerufen, ja, wo die Falschen gekommen sind und gesagt, Sie wollen keine Impfung? Wir haben zu Demonstrationen aufgerufen gegen Ihre falschen Maßnahmen, wo Sie die Leute eingesperrt haben, wo Sie Ungeimpfte aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen haben. Ja, und das war richtig und gut so. Lange davor, bevor es diese Maßnahmen aber noch Sie gegeben hat. Sie kennen die Frau Dagmar Pilakovic, glaube ich. Das ja, ist und es ist auch... Es ist auch zulässig, einmal vielleicht zuzuspitzen und politisch im Diskurs auch einmal bei einem Thema... Können Sie, aber dann schreiben Sie es doch, dass Sie nicht, dann sagen Sie wenigstens, ja, ich bin mitverantwortlich, dass die Quote so niedrig ist. Punkt. Das ist mein Punkt, den ich sage. Sie sagen mitverantwortlich als Partei, dass wir eine zu geringe Impfquote haben. Ja, und Sie sind nicht mitverantwortlich, Sie sind hauptverantwortlich dafür, dass wir ein Geschäftesterben haben, dafür, dass Menschen eingesperrt waren, dafür, dass es Lockdowns gibt, dafür, dass eine Million Ungeimpfte... Und dafür, dass eine Million Ungeimpfte... Bitte
deren gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen waren. Ja, das sind es, die Verantwortung der Grünen. Das ist leider ihre Verantwortung. In Wien können sie nicht mehr mitbestimmen. Gott sei Dank ist es leider mit den Neos nicht viel Besseres nachgekommen. Aber auf Bundesebene muss der Herr Mückstein jetzt das Papier vorlesen, das ihm die ÖVP offensichtlich aufgeschrieben hat. Sie kritisieren es, ja, aber die Bundesspitze macht leider trotzdem. Also wir waren in Wien in der Regierung, wie die... Da habt ihr die Stadtstraße geplant, den Lobautunnel geplant. Wir können jetzt auch über die Ukraine reden, wenn Sie wollen, und über Russland können wir machen. All diese Dinge, wo ihr euch jetzt davon distanzieren wollt, habt ihr in der grünen Regierungsbeteiligung selber mitbeschlossen, ja. Wir waren noch in der Regierung und ich bin froh, dass wir zum Beispiel auch diese Wiener Testmaßnahmen mitbeschlossen haben, auch in der Wirtschaftskammer, wo ich auch involviert bin, aber auch in der Stadt, von der wir heute noch profitieren. Also es ist auch, wir waren in der Regierung in Wien, sehr viel Gutes passiert, von dem wir heute noch profitieren. Na, allzu gut dürfte es nicht gewesen sein, weil die SPÖ war, glaube ich, sogar die SPÖ war sehr froh, dass ihr nicht mehr dabei wart, die allermeisten anderen Wiener auch. Das heißt, ich glaube, es dürfte auf vielen Ebenen nicht funktioniert haben. Ich würde mit Ihnen gerne stundenlang diskutieren, weil Sie sehen, Sie wollen das Thema so breit machen, können wir gerne. Und wenn wir über die vielen Tests sprechen, auch da, glaube ich, wird es sehr interessant, Untersuchungsausschüsse brauchen, Rechnungshofberichte brauchen, um sich einmal anzuschauen, warum Wien mehr PCR-Tests pro Tag gemacht hat als die Bundesrepublik Deutschland. Wer hat da profitiert? Warum haben da ganz wenige Firmen die allein Zuschläge gehabt? Ja, diese Dinge werden wir uns genau anschauen müssen. Und hier wird es vielleicht auch noch viel geben, was es sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Kann ich Ihnen sagen, wer da profitiert hat? Wir haben durch die vielen PCR-Tests Infektionsketten durchbrochen. Wir haben die Mutationen schneller gefunden. Wir haben Menschen, die sonst im Spital oder noch schlimmer gestorben wären, damit gerettet. Punkt. Herr Sinovic. Ich glaube, wir beide wissen, dass es hier einige ganz wenige Firmen gegeben hat, die fast Monopolaufträge seitens der Stadt Wien bekommen haben, wo jeden Tag um Millionen Euro... Das ist keine Verschwörungstheorie. Haben Sie das aus einer Telegram-Gruppe jetzt gerade gelesen? Ich weiß es nicht. Sie treiben sich in Social Media rum und posten da sehr viel in alle Richtungen. Aber ich glaube, wir sollten da mal die Ergebnisse abwarten, was da auf parlamentarischer Ebene rauskommt. Ich sehe die Ergebnisse, die PCR-Tests in Wien gebracht haben, nämlich viel Gutes. Gott sei Dank haben wir und es wird keine, gehen Sie auf die Straße, alle Wienerinnen sagen, Gott sei Dank lebe ich in Wien und habe die Möglichkeit, also vielleicht, so vielleicht unkompliziert PCR zu testen. Gehen Sie nach Niederösterreich und wir waren, glaube ich, beide am Städtebund in St. Pölten. Wir haben den ganzen Tag nicht mal geschafft, einen PCR-Test in St. Pölten zu machen. Ja? Und dann Wien zu kritisieren, weil wir diese Möglichkeit geschaffen haben, finde ich wirklich komisch. Also ich weiß nicht, wieso Sie jeden Tag dauernd einen PCR-Test machen wollen. Als gesunder Mensch ist das eigentlich normalerweise nicht notwendig, gerade wenn man, so wie Sie nämlich, an dreimal geimpft ist. Aber mir geht es darum, einfach klarzustellen, dass es hier noch ein viel an Aufarbeitung brauchen wird. Ein viel an Aufarbeitung, warum wenige Firmen in Wien alle diese Tests durchgeführt haben, warum hier jeden Tag mehrere Millionen Euro ausbezahlt werden an ganz wenige Unternehmungen und warum die Stadt Wien bis heute die Vertragswerke nicht öffentlich macht. Wir haben Anfragen gestellt an den Gesundheitsstadtrat, wie sind die Vereinbarungen mit Lifebrain? Wie sind die Vereinbarungen? Wofür wird bezahlt? Welche Kosten werden übernommen? Wie viel kostet ein PCR-Test? Wie viel verdient das Unternehmen an PCR-Test? Wenn alles super sauber ist, warum veröffentlicht es die Stadt Wien nicht? Warum veröffentlicht es der Gesundheitsstadtrat nicht? Ich bin nicht der Pressesprecher. Ja. Aber Sie tun so, als würden Sie die Stadtregierung hier vertreten wollen. Ich habe wollen nicht über die Verträge mit der Firma gesprochen. Also wirklich, also gar nicht. Ich kenne die Verträge nicht. Sie haben, Sie haben gesagt, man weiß alles, alles liegt offen, Sie wissen alles. Dass wir die Möglichkeit haben, in Wien PCR-Test unkompliziert zu machen, das finde ich großartig. Da beneiden uns die ganze Welt. Ich weiß nicht, haben Sie ZDF, ARD? Die Deutschen beneiden uns dafür, dass wir das zusammengebracht haben. Ich kenne nicht die Verträge, weiß ich nicht. Wenn Sie die kennen und wenn die so sind. Ich würde sie gerne kennen. Ich würde einen Urschuss beantragen dazu, da wird man es spätestens klären. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir sagen auch danke. Danke für die Einladung. Hans Arsenovic. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.